Zufall oder einfach nur geschickte Planung? Auf jeden Fall fallen der Besuch der Profimannschaft des FC Bayern München in der Bayerischen Staatskanzlei und der Geburtstag von Cheftrainer Jupp Heynckes auf den gleichen Tag. Happy Birthday, lieber Jupp! Happy Birthday to you! Naja, Bayern hat ein paar so Sachen, die sind prägend auf der ganzen Welt. Das sind die Berge, das ist unser bayerisches Bier, das sind Automarken, die sehr erfolgreich sind, aber das ist auch der FC Bayern. Den kennt überall jeder und ist so erfolgreich. Manch einer natürlich neidet uns ein bisschen den Erfolg, ja, aber das ist wie bei Bayern generell. Letztlich orientieren sich alle an uns und das gilt auch für den Fußball beim FC Bayern. Ja, ich finde es als eine große Ehre, wenn der erste Mann im Staate den FC Bayern zu einem Empfang einlädt. Und wie Sie ja gesehen haben, sind wir gerne gekommen. Denn das ist eine Bestätigung, dass der FC Bayern wieder mal eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Vor dem Besuch der Staatskanzlei heute eine volle Trainingseinheit an der Säbener Straße. Auch mit Ständchen, aber auch mit einigen mehr oder weniger angeschlagenen Spielern wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Kingsley Coman oder auch Manuel Neuer, die Teile oder sogar das gesamte Mannschaftstraining über 90 Minuten bestritten haben. Gestern Abend bereits die launige Vorstellung des neuen Heimtrikots durch Adidas. Wie fast immer in Bayernrot und wie in den vergangenen Jahren immer, wird es am Samstag beim letzten Bundesligaspiel der Saison gegen Stuttgart erstmals in einem Pflichtspiel getragen werden. Vor knapp zwei Wochen hat Meritan Shabani beim 4:1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt gegeben. Heute nun hat der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler einen Profivertrag bis 2020 mit dem FC Bayern München unterschrieben. Und Holger Seitz steigt auf. Der aktuelle Trainer der U17 wird in der kommenden Saison das Amt von Tim Walter als Cheftrainer der Bayern Amateure übernehmen. Zuvor aber natürlich noch versuchen, die U17 zur Meisterschaft zu führen. Ich kann heute hier für diesen Moment nur sagen, dass ich alles raushauen werde, alles, was in mir drinnen steckt. Und von daher eine sehr spannende und interessante Aufgabe für mich.